Moin, Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem Elden Ring Guide, Sturm of Godrick. Es ist möglich, von hier aus am Sturmschleier Haupttor direkt zu Godrick, also dem Boss von diesem Dungeon, durchzulaufen. Ihr könnt euch das Ganze drumherum sparen und einfach direkt zu dem Boss durchlaufen, wenn ihr einigermaßen gut ausweichen könnt. Ich zeige euch jetzt auch wie. Und zwar könnt ihr das große Haupttor, was gerade neben mir war, direkt öffnen. Und zwar müsst ihr dafür nur Gostok ansprechen. Beim ersten Mal will er euch davon überzeugen, bei seiner Sache mitzumachen und setzt ihr euch nochmal zurück an die Gnade. Und dann geht ihr nochmal zu ihm und dann könnt ihr mit ihm sprechen. Und dann gibt ihr euch jetzt die Möglichkeit, das große Haupttor zu öffnen. Nochmal kurz in den Shop reingeguckt. Der verkauft nämlich auch ein paar Sachen. Eine Banditenkleidung. Das ist halt für Leute ganz gut, die einen Schurken spielen möchten oder einen Assassinen. So, und jetzt nehmen wir halt diesen Dialog hier. Und dann werden uns die Inhaber dieses Schlosses durchlassen. So, einmal kurz warten. Jetzt öffnet sich das Tor und ihr könnt direkt durch. Problem ist allerdings, wie ihr sehen könnt, ihr werdet hier von ziemlich schwerer Balliste angeschossen. Es ist echt nicht einfach, hier durchzukommen. Wie ich vorhin sagte, ihr müsst eigentlich ganz gut ausweichen können. Dann kommt ihr hier einigermaßen gut durch. Weil hier stehen übelst viele Gegner. Einfach durchrollen, durchrollen, durchrollen. Gucken, dass ihr nicht getroffen werdet. Hier ist wirklich echt alles voll mit denen. Hier die Treppen hoch. Man müsste auch aufpassen. Hier ist auch wieder schweres Geschütz. Hier feuern die mit Feuerballiste auf euch. So, und jetzt seid ihr am Haupthof angekommen. Ja, vielleicht erkennt ihr das schon. Der ein oder andere, der hier vielleicht schon mal war. Normalerweise müsst ihr euch bis hierhin durchkämpfen. Das ist etwas mühselig. So, hier die Treppen hoch. Und da könnt ihr die Gnade schon sehen. Es ist auf jeden Fall schneller, als sich durch das Schloss zu kämpfen. Aber wie gesagt, ihr müsst gut ausweichen können. Und das war's auch schon mit Sturm of Godrick. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.